Kapitel 14. Ich habe sagen hören, die Woche, in der ein junges Mädchen sich auf ein Debüt als Lerngeschöpf vorbereitet, gleiche der Zeit, da eine Raupe sich zum Schmetterling entwickelt. Das ist eine bezaubernde Vorstellung, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie irgendjemand auf so einen Gedanken kommt. Die Raupe braucht sich nun einen Kokon zu spinnen und für eine Weile einzuschlafen, während ich in meinem ganzen Leben keine anstrengendere Woche durchgemacht habe. Der erste Schritt darin bestand, mir die Haare im Stil der Leangesche aufstecken zu lassen, zu dem gespaltenen Pfirsich, den ich ja schon erwähnt habe. In Gion gab es damals eine ganze Anzahl von Haarkünstlern. Mame Has Friseur arbeitete in einem schrecklich engen Zimmer über einem Aalrestaurant. Ganze 2 Stunden musste ich warten, während 6 bis 8 Geishas hier und dort, ja sogar auf dem Treppenabsatz draußen knieten. Der Geruch nach fettigem Haar war, wie ich leider sagen muss, einfach überwältigend. Die komplizierte Haartracht, welche die Geishas in jeden Tagen favorisierten, erforderte so viel Mühe und Kosten, dass keine einzige öfter als einmal die Woche zum Friseur ging, obwohl zuletzt nicht einmal die Parfüms, die sich ins Haar spritzten, von großem Nutzen waren. Als ich endlich an die Reihe kam, brachte mich der Friseur über einen großen Becken in eine Position, bei der ich mich fragte, ob er mir den Kopf abhacken wollte. Dann goss er mir einen Eimer warmes Wasser über den Kopf und begann ihn mit Seife zu scheuern. Aber scheuern ist eigentlich noch nicht hart genug ausgedrückt, denn die Art, wie er meinen Scalp mit den Fingern bearbeitete, ließ eher an einen Bauern denken, der mit seiner Hacke den Boden aufreißt. Rückblickend ist mir auch klar, warum. Schuppen sind bei den Geishas ein großes Problem. Und es gibt kaum etwas, was so unattraktiv ist und die Haare so unsauber wirken lässt. Der Friseur mag die besten Absichten gehabt haben, aber nach einer Weile fühlte sich meine Kopfhaut so geschunden an, dass mir die Tränen in die Augen standen. Schließlich sagte er zu mir, »Nur zu, du darfst ruhig weinen. Was glaubst du, warum ich dich vor ein Waschbecken gesetzt habe?« Für ihn war das vermutlich ein guter Witz, denn nachdem er das gesagt hatte, lachte er aus vollem Hals. Als er satt hatte, mir seine Fingernägel in den Kopf zu rammen, ließ er mich auf eine Seite der Matte Platz nehmen und riss mir einen Holzkamm durch die Haare, bis mir vor Anstrengung, entgegenzuhalten, die Halsmuskeln wehtaten. Schließlich vergewisserte er sich, dass alle Knoten verschwunden waren und kämmte mir mit Kamillenöl ins Haar, bis es einen wunderschönen Schimmer bekam. Gerade als ich dachte, das Schlimmste sei vorbei, holte er ein Stück Wachs heraus. Und ich muss Ihnen gestehen, dass Haar und Wachs, selbst mit Kamillenöl als Gleitmittel und einem heißen Eisen, das das Wachs weich hält, niemals zueinander passen werden. Die Tatsache, dass ein junges Mädchen bereitwillig dasitzt und einen erwachsenen Mann gestattet, ihr Wachs in die Haare zu kämmen, ohne mehr zu tun, als leise vor sich hinzuwimmern, sagt eine Menge darüber aus, wie zivilisiert die Menschen sind. Hätte man das Gleiche mit einem Hund gemacht, er hätte so schnell zugeschnappt, dass der Mann seine Hände nicht mehr gebrauchen könnte. Als mein Haar endlich gewachsen war, strich der Friseur die Vorderpartie zurück und steckte den Rest zu einem dicken Knoten, der wie ein Nadelkissen aussah. Weil dieses Nadelkissen von hinten gesehen zweigeteilt ist, bezeichnet man die Frisur als gespaltener Pfirsich. Obwohl ich den gespaltenen Pfirsich mehrere Jahre lang trug, gibt es etwas darüber zu sagen, was mir nie in den Kopf gekommen wäre, wenn mich nicht sehr viel später ein Mann darauf auch so aufmerksam gemacht hätte. Der Knoten, das, was ich als Nadelkissen bezeichnet habe, entsteht, indem die Haare um ein Stück Stoff gewickelt werden. Hinten, wo sich der Knoten teilt, wird dieser Stoff sichtbar. Er kann viele Muster und Farben haben, doch bei einer Lerngesche, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben, ist es rote Seide. Eines Abends sagte ein Mann zu mir, die meisten dieser unschuldigen kleinen Mädchen haben keine Ahnung, wie provokativ diese Frisur des gespaltenen Pfirsich eigentlich ist. Stell dir vor, du gehst hinter einer jungen Geisha her und stellst dir alle möglichen ungeschicklichen Dinge vor, die du mit ihr anstellen möchtest. Und dann siehst du auf ihren Kopf diesen gespaltenen Pfirsich mit einem grellroten Streifen im Spalt. Woran würdest du da denken? Nun ja, ich dachte eigentlich an gar nichts und das sagte ich ihm auch.
Benutz doch deine Fantasie, sagte er. Nach einem Moment begriff ich und wurde so rot, dass er lachen musste. Auf dem Rückweg in die Okia war es mir gleichgültig, dass meine arme Kopfhaut sich anfühlte, wie der Ton sich fühlen muss, nachdem der Töpfer mit einem scharfen Stift ein Muster ins geritzt hat. Jedes Mal, wenn ich an einem Schaufensterscheibe mein Spiegelbild sah, hatte ich das Gefühl, jemand zu sein, der ernst zu nehmen war. Kein Mädchen mehr, sondern eine junge Frau. Als ich in der Okia ankam, musste ich Tantchen meine Frisur vorführen und sie lobte sie. Sogar Kürbiskopfchen konnte es sich nicht verkneifen, einmal bewundernd um mich herumzugehen, obwohl Hatsumomo zornig gewesen wäre, wenn sie davon gewusst hätte. Und was glauben Sie, wie Mutter reagierte? Um besser sehen zu können, stellte sie sich auf die Zehenspitzen, obwohl das wenig nutzte, weil ich inzwischen größer war als sie, und sagte tadelnd, ich hätte wohl lieber zu Hatsumomos Friseur gehen sollen, statt zu Mami Has. Auch wenn eine junge Lerngeische anfangs stolz auf ihre Frisur ist, so beginnt sie spätestens nach 3 bis 4 Tagen sie zu hassen. Denn sehen Sie, wenn ein Mädchen erschöpft vom Friseur kommt und den Kopf zu einem kurzen Nickerchen aufs Kissen legt, wie sie es schon in der Nacht zuvor getan hat, wird ihr Haar völlig zerdrückt werden. Und sobald sie erwacht, wird sie sofort abermals zum Friseur gehen müssen. Aus diesem Grund muss sich eine junge Lerngeische, sobald ihr Haar zum ersten Mal frisiert wurde, eine ganz neue Schlafposition angewöhnen. Sie darf kein gewöhnliches Kopfkissen mehr benutzen, sondern einen Takamura. Das ist schon einmal erwähnt habe, das hohe Kissen. Das ist nun nicht etwa ein Kissen, sondern eher eine Stütze für den Nacken. Die meisten sind zwar mit einem Säckchen Weizenspreu gepolstert, aber auch dann sind sie nicht viel bequemer als ein Stein. Da liegt man dann auf seinem Futon mit den Haaren in der Luft und denkt, alles sei in Ordnung, bis man einschläft. Und wenn man aufwacht, hat man sich im Schlaf bewegt. Der Kopf liegt wieder auf der Matte und die Frisur ist so flach, als hätte man sie gar nicht erst die Mühe gemacht, eine Nackenstütze zu benutzen. Tantchen trieb es mir aus, indem sie ein Tablett Reismehl unter meine Frisur auf die Matte stellte. Jedes Mal, wenn mein Kopf im Schlaf zurücksank, berührte mein Haar das Reismehl, das an dem Wachs kleben blieb und meine Frisur ruinierte. Ich hatte schon gesehen, wie Kürbisköpfchen dieser Tortur mitmachen musste. Jetzt war ich an der Reihe. Eine Zeit lang wachte ich jeden Morgen mit ruinierter Frisur auf und musste beim Friseur lange warten, bis ich Gelegenheit bekam, mich nochmals foltern zu lassen. Während der Woche vor meinem Debüt kleidete mich Tantchen jeden Nachmittag in den ganzen Staat einer Lerngeische und ließ mich im Hofkorridor der Okia auf und ab gehen, um mein Durchhaltevermögen zu stärken. Anfangs konnte ich fast überhaupt nicht gehen und fürchtete, hinüberzufallen. Junge Mädchen, wissen Sie, kleiden sich nämlich weitaus kostbarer als ältere Frauen. Das heißt, in leuchtenderen Farben und auffallenderen Stoffen, aber auch mit einem längeren Obi. Eine reife Frau schlingt den Obi im Rücken zu einem sogenannten Trommelknoten, der eine saubere kleine Kastenform hat und nicht besonders viel Stoff erfordert. Ein Mädchen, das jünger als 20 ist, trägt ihren Obi dagegen in einem auffallenderen Stil. Bei einer Lerngeisha bedeutet das die auffallendste Form von allen, nämlich ein Dararari-Obi, einen hängenden Obi, der fast an den Schulterblättern geknotet wird, während die Enden nahezu auf dem Boden hängen. Ganz gleich, wie leuchtend die Farben eines Kimonos sein mögen, der Obi ist fast immer noch leuchtender. Wenn eine Lerngeisha von Ihnen auf die Straße geht, bemerken Sie nicht etwa Ihren Kimono zuerst, sondern Ihren leuchtenden, gefärbten, hängenden Obi, der nur einen Streifen des Kimonos an den Schultern und an den Seiten freilässt. Um diese Wirkung zu erreichen, muss der Obi so lang sein, dass er von einem Ende des Zimmers bis zum anderen reicht. Aber es ist nicht die Länge des Obis, die einem zu schaffen macht, sondern sein Gewicht, denn er ist fast immer aus schweren Seidenbrokat. Ihn nur die Treppe hinaufzubringen, ist unendlich anstrengend, als können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn man ihn trägt. Das dicke Gewirk umschließt die Taille wie eine von diesen gefährlichen Schlangen, und der schwere Stoff, der hinten herabhängt, gibt einem das Gefühl, als hätte man einen Schrankkoffer auf dem Rücken. Zu allem Übel ist auch noch der Kimono mit seinen langen Hängeärmeln sehr schwer.
Ich meine nicht die Ärmel, die über die Hand bis auf den Boden fallen, wenn eine Frau, die einen Kimono trägt, die Arme ausstreckt, während sie vielleicht bemerkt haben, dass der Stoff unter dem Ärmel tief hängen und so etwas wie eine Tasche bildet. Diese Beuteltasche, die wir den Furi nennen, ist es, die am Kimono einer leeren Geisha so lang ist. Wenn das Mädchen nicht vorsichtig ist, schleift sie möglicherweise über den Boden und beim Tanzen wird sie über die Ärmel stolpern, wenn sie nicht vorher mehrmals um ihre Arme gewickelt hat. Jahre später sagte ein berühmter Naturwissenschaftler der Universität von Kyoto, als er eines Abends sehr betrunken war, etwas über die Kleidung der leeren Geishas, das ich niemals vergessen habe. Der Mandrill aus Zentralafrika wird immer wieder als der auffallendste aller Primaten bezeichnet, sagte er. Ich dagegen halte die leeren Geisha von Gion für den Primaten, der die grellsten Farben aufweist. Endlich kam dann der Tag, an dem Mameha und ich die Zeremonie vollziehen sollten, die uns als Schwestern verband. Ich ging schon früh ins Bad und verbrachte den Vormittag damit, mich anzukleiden. Tantchen half mir, letzte Hand an mein Make-up und meine Frisur zu legen. Das Wachs und das Make-up, die mein Gesicht bedeckten, verliehen mir etwas Seltsames. Mein Gesicht sei völlig empfindungslos geworden. Jedes Mal, wenn ich meine Wange berührte, spürte ich nur einen undeutlichen Druck. Das tat ich so oft, dass Tantchen mein Make-up erneuern musste. Als ich mich später im Spiegel betrachtete, ereignete sich etwas sehr Merkwürdiges. Ich wusste, dass ich es war, die da vor dem Schminktisch kniete. Aber gleichzeitig kniete da dieses völlig fremdes Wesen, das mich aus dem Spiegel ansah. Ich streckte tatsächlich die Hand aus, um dieses Mädchen zu berühren, und zuckte vor dem kalten Glas zwischen uns zurück. Sie trug das prächtige Make-up einer Geisha. Ihre Lippen blühten rot in dem kalkweißen Gesicht, während die Wangen in einem sanften Rosa getönt waren. Ihr Haar war mit Seidenblumen und Reisrispen dekoriert. Sie trug einen festlichen schwarzen Kimono mit dem Wappen der Nidaokya. Als ich mich schließlich losreißen konnte und mich erhob, ging ich auf den Flur hinaus und bestaunte mich im hohen Spiegel draußen. Vom Saum meines Gewandes aus wand sich bis zur Mitte des Oberschenkels ein gestrickter Dache. Seine Mähne war aus Fäden geflochten, die in einem wunderschönen Rotton lackiert waren. Seine Klauen und Zähne waren silbern, die Augen aus Gold, echtem Gold. Unwillkürlich füllten sich meine Augen mit Tränen und ich musste schnell zur Decke blicken, damit sie mir nicht über die Wangen rollten. Bevor ich die Okia verließ, nahm ich das Taschentuch, das mir der Direktor gegeben hatte, und steckte es mir als Glücksbringer in den Obi. Tantchen begleitete mich zu Mamehas Wohnung, wo ich Mameha meinen Dank ausdrückte und versprach, sie zu ehren und zu respektieren. Dann gingen wir zu dritt zum Gyeong-Schrein, wo Mameha und ich in die Hände klatschten, um den Göttern zu verkünden, dass wir binnen kurzem als Schwestern verbunden sein würden. Ich bat um ihre Gunst in den vor mir liegenden Jahren, dann schloss ich die Augen und dankte ihnen dafür, dass sie mir den Wunsch erfüllten, den ich vor 3,5 Jahren vorgebracht hatte, den Wunsch, Geisha zu werden. Die Zeremonie sollte im Ichiriki-Teehaus stattfinden, das eindeutig das bekannteste Teehaus von ganz Japan ist. Es hat eine lange Geschichte, zum Teil, weil sich Anfang des 18. Jahrhunderts ein berühmter Samurai dort versteckt hatte. Vielleicht haben Sie mal die Geschichte von den 47 Ronin gehört, die den Tod ihres Lehnsherrn rächten und anschließend zum Selbstmord durch Seppuku verteilt wurden. Ihr Anführer verbarg sich im Ichiriki-Teehaus, während er den Racheplan schmiedete. Die meisten erstklassigen Teehäuser von Gion sind bis auf ihren schlichten Eingang von der Straße aus nicht zu sehen, aber das Ichiriki ist so unübersehbar wie ein Apfel an einem Baum. Es liegt an einer auffälligen Ecke der Shio Avenue, umgeben von einer glatten, aprikofarbenen Mauer mit Ziegeldach. Auf mich wirkte es wie ein Palast. Dort gesellten sich zwei von Mameas jüngeren Schwestern und ihre Mutter zu uns. Nachdem wir uns im äußeren Garten versammelt hatten, führte uns eine Dienerin durch die Eingangshalle und einen wunderschön mit tadierenden Korridor entlang in ein kleines, rückwärtiges Tatami-Zimmer. Noch nie hatte ich eine so elegante Umgebung erlebt. Jeder Zentimeter der Holzverzierung glänzte. Jede Gipswand war makellos glatt. Ich roch den süßen, staubigen Duft des Kuroyaki, kohlenschwarz,
eine Art Parfüm aus Holzkohle, die zu einem weichen grauen Pulver zermalt wird. Es ist sehr altmodisch und sogar Mami H., eine wirklich sehr traditionelle Geisha, bevorzugte etwas Westlicheres. Aber im Ichiriki lag das von Generation von Geishas benutzte Kuroyaki noch immer in der Luft. Ich besitze noch einen Rest davon, den ich in einem Holzflakofen aufbewahre, und wenn ich es rieche, fühle ich mich wieder dorthin zurückversetzt. Die Zeremonie, an der die Herren des Ichiriki teilnahmen, dauerte nur etwa 10 Minuten. Eine Dienerin brachte ein Tablett mit mehreren Sake-Schalen, aus denen Mamiha und ich zusammen tranken. Ich trank 3 Schluck, gab dann die Schale an Mamiha weiter und sie trank ebenfalls 3 Schluck. So machten wir es mit 3 verschiedenen Schalen und dann war alles schon vorbei. Von diesem Augenblick an war ich nicht mehr Chiyo, sondern die Geisha-Novizin Sayori. Während der ersten Monate ihrer Lehrzeit wird die Lerngeisha als Novizin bezeichnet und darf ohne ihre ältere Schwester weder Tänze darbieten noch Gäste unterhalten. Im Grunde tut sie fast nichts, außer beobachten und lernen. Was meinen Namen Sayori betrifft, so hatten Mamiya und ihr Wahrsager lange gebraucht, bis sie ihre Wahl getroffen hatten. Es ist nämlich nicht der Klang eines Namens allein, der wichtig ist. Auch die Bedeutung des Schriftzeichens spielt eine Rolle. Genau wie die Zahl der Pinselstriche, den er enthält. Denn es gibt glückbringende und unglückbringende Strichzahlen. Mein neuer Name war aus Sa. Das heißt zusammen Yu, dem Tierkreiszeichen für Henne, und die anderen Elemente meiner Persönlichkeit auszugleichen, dem Ri, Verständnis, zusammengesetzt. Alle Kombinationen, die einen Teil von Mamihas Namen enthielten, waren vom Wahrsager leider als ungünstig verworfen worden. Ich hielt Sayori für einen schönen Namen, aber es war seltsam, nicht mehr Chiyo zu heißen. Nach der Zeremonie gingen wir in ein anderes Zimmer hinüber, wo wir eine Mittagsmahlzeit aus rotem Reis, das heißt Reis mit roten Bohnen, einnahmen. Ich stocherte lustlos darin herum, denn ich fühlte mich seltsam unsicher und mir war gerade nach Feiern zumute. Erst als die Herrin des Teehauses mir eine Frage stellte und mich mit Sayori ansprach, wurde mir klar, was mich so aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Es war, als hätte das kleine Mädchen namens Chiyo, das barfuß vom Teich zu ihrem beschwipsten Haus gelaufen war, aufgehört zu existieren. Und ich hatte das Gefühl, als hätte dieses neue Mädchen Sayori mit ihrem leuchtend weißen Gesicht und den roten Lippen es getötet. Mamiha wollte den frühen Nachmittag damit verbringen, mich in Gyeong herumzuführen und den Herrinnen der verschiedenen Teehäuser und Okias vorzustellen, mit denen sie in Verbindung stand. Aber wir brauchten nicht unmittelbar nach der Mahlzeit auf, sondern sie brachte mich in ein Zimmer des Ichiriki und forderte mich auf, mich hinzusetzen. Natürlich sitzt eine Geisha nicht, wenn sie ein Kimono trägt. Das, was wir Sitzen nennen, würden andere Leute vermutlich als Knien bezeichnen. Wie dem auch sei, nachdem ich mich gesetzt hatte, verzog sie das Gesicht und forderte mich auf, es zu wiederholen. Meine Gewänder waren so hinderlich, dass es mehrere Versuche bedurfte, bis ich es richtig machte. Mamiha gab mir ein kleines Schmuckstück in Form eines Flaschenkürbis und zeigte mir, wie man es an dem Obi befestigte. Dieser Kürbis, hohl und leicht, soll nämlich ein Gegengewicht zum Körper abgeben. Und so manche ungeschickte junge Lerngeishas hat sich darauf verlassen, dass er sie vor dem Umkippen bewahrt. Mamiha unterhielt sich eine Weile mit mir und bat mich dann, als wir schon aufbrechen wollten, ihr eine Schale Tee einzuschenken. Die Kanne war leer, aber sie wies mich an, einfach nur so zu tun. Sie wollte sehen, wie ich dabei meinen Ärmel beiseite schob. Ich glaubte genau zu wissen, worauf sie achten würde, und tat mein Bestes. Aber Mamiha war nicht zufrieden mit mir. »Zunächst einmal«, begann sie, »wessen Schale willst du füllen?« »Ihre«, sagte ich. »Na schön, aber um Himmels Willen, mich brauchst du nicht zu beeindrucken. Tu so, als wäre ich jemand anders. Bin ich ein Mann oder eine Frau?« »Ein Mann«, entschied ich. »Nun gut, schenk mir noch einmal Tee ein.« Das tat ich, während Mamiha sich fast den Hals verrenkte, um in meinen Ärmel sehen zu können, während ich den Arm ausgestreckt hielt. »Na, wie gefällt dir das?«, fragte sie mich. »Denn das ist genau das, was passieren wird, wenn du den Arm so hoch oben hältst.
Ich versuchte abermals einzuschenken, diesmal mit tiefer gehaltenen Arm. Jetzt aber tat sie, als müsse sie gähnen, wandte sich ab und begann ein Gespräch mit einem imaginären Geisha neben ihr. »Ich nehme an, Sie versuchen mir zu sagen, dass ich Sie langweile«, sagte ich. »Aber wie kann ich Sie langweilen, wenn ich eine Schale Tee einschenke?« »Es gefällt dir vielleicht nicht, dass ich in deinen Ärmel schauen will, doch das bedeutet nicht, dass du zimperlich sein musst. Jedermann ist nur an einer einzigen Sache interessiert. Glaub mir, du wirst es nur allzu bald erfahren, wovon ich rede. Bis es soweit ist, kannst du ihn bei Laune halten, indem du ihn in den Glauben lässt, er dürfe Teile deines Körpers sehen, die kein anderer zu sehen bekommt. Wenn sich eine Lerngescha so verhält, wie du eben, Tee einschenkt, wie es einer Dienerin tun würde, wird der Ärmste alle Hoffnungen fahren lassen. Versuch's noch einmal, aber zeig mir zuerst deinen Arm.« Also schob ich den Ärmel bis über den Ellbogen hoch und streckte den Arm aus, damit sie ihn begutachten konnte. Sie ergriff ihn und drehte ihn in ihren Händen, um ihn von oben und unten zu betrachten. »Du hast einen bezaubernden Arm und eine wunderschöne Haut. Du solltest dafür sorgen, dass jeder Mann, der in deiner Nähe sitzt, ihn wenigstens einmal zu sehen bekommt.« Also fuhr ich fort, immer wieder Tee einzuschenken, bis Mami H. entschied, dass ich nun den Ärmel gerade eben weit genug beiseite zog, um meinen Arm sehen zu lassen, ohne dass es allzu offensichtlich wirkte. Schob ich den Ärmel bis zum Ellbogen empor, wirkte ich lächerlich. Der Trick bestand darin, so zu tun, als zupfte ich nur an ihm, ihn aber gleichzeitig ein paar Finger breit über mein Handgelenk hinaufzuziehen, um meinen Unterarm sehen zu lassen. »Der hübscheste Teil des Armes sei die Unterseite«, erklärte mir Mami H. »Deswegen müsse ich stets dafür sorgen, die Kanne so zu halten, dass der Mann sie sehen könne.« Sie bat mich abermals einzuschenken, und diesmal tat ich, als fülle ich die Schale der Herrin des Ishiriki. Ich zeigte meinen Arm, wie ich es von ihr gelernt hatte, und sofort verzog Mami H. das Gesicht. »Um Himmels Willen, ich bin eine Frau«, sagte sie. »Warum zeigst du mir deinen Arm? Vermutlich willst du mich unbedingt verärgern.« »Verärgern? Was soll ich denn sonst denken? Du zeigst mir, wie jung und schön du bist, während ich alt und klapprig bin. Es sei denn, du tust es nur, um vulgär zu sein.« »Wieso ist das vulgär? Warum sonst hast du dir die große Mühe gegeben, mir die Unterseite deines Arms zu zeigen? Genauso gut könntest du mir deine Fußsohle zeigen oder die Innenseite deines Oberschenkels. Wenn ich zufällig hier und da einen Blick auf etwas erhasche, na schön, das ist in Ordnung, aber so offensichtlich darauf anzulegen.« Also füllte ich die Schale noch ein paar Mal, bis ich eine bescheidenere und angemessene Art des Einschenkens gelernt hatte, woraufhin Mami H. verkündete, nun seien wir bereit, zusammen durch Gion zu spazieren. Inzwischen steckte ich schon mehrere Stunden lang in der vollständigen Aufmachung einer Lerngescha. Nun sollte ich auch noch versuchen, in den Schuhen, die wir Okobo nennen, in ganz Gion herumzulaufen. Diese Schuhe sind sehr hoch und bestehen aus Holz, mit wunderschönen Lackriemen, die dem Fuß Halt geben. Die meisten Leute finden es sehr elegant, dass sie sich nach unten hin verjüngen, sodass der Fußabdruck nur halb so groß ist wie der Schuh. Mir aber fiel es schwer, zierlich darin zu gehen. Ich fühlte mich, als hätte man mir Dachziegel unter die Füße geschnallt. Ungefähr 20 Mal machten Mami H. und ich den verschiedenen Okias und Teehäusern Halt, verbrachten in den meisten jedoch nur wenige Minuten. Gewöhnlich wurde die Tür von einer Dienerin geöffnet. Dann bat Mami H. höflich, die Herrin sprechen zu dürfen. Wenn dann die Herrin kam, sagte Mami H. zu ihr, »Ich möchte Ihnen meine jüngere Schwester Sayuri vorstellen.« Dabei verneigte ich mich möglichst tief und sagte, »Ich bitte um Ihre Gunst, Herrin.« Die Herrin unterhielt sich eine Weile mit Mami H. und wir verabschiedeten uns. Ein paar Mal wurden wir zum Tee ins Haus gebeten und verbrachten dort ungefähr 5 Minuten. Aber ich zögerte, den Tee zu trinken und netzte stattdessen immer nur meine Lippen. Denn die Toilette zu benutzen, während man einen Kimono trägt, gehört mit zu den schwierigsten Dingen. Und ich war mir keineswegs sicher, dieses Problem schon bewältigen zu können. Wie dem auch sei, nach einer Stunde war ich so erschöpft, dass ich beim Gehen kaum noch ein Stöhnen unterdrücken konnte. Aber wir machten in selbem Tempo weiter,
Es gab damals, glaube ich, 30 bis 40 erstklassige Teehäuser in Gion, dazu etwa 100 wenige gute. Natürlich konnten wir sie nicht alle besuchen. Wir gingen nur zu den 15 bis 16, in denen Mamiha gewöhnlich Gäste unterhielt. Was die Okias betrifft, so muss es hunderte von ihnen gegeben haben. Aber wir besuchten lediglich die wenigen, mit denen Mamiha irgendeine Verbindung pflegte. Kurz nach 3 waren wir fertig und ich wäre am liebsten in die Okia zurückgekehrt, um so richtig schön lange zu schlafen. Aber Mamiha hatte schon Pläne für uns den bevorstehenden Abend. Ich sollte mein erstes Engagement als Geisha-Novizin absolvieren. »Geh nach Hause und nimm ein Bad«, riet sie mir. »Du hast ziemlich stark geschwitzt und dein Make-up hat auch nicht gehalten.« Es war nämlich ein warmer Herbsttag und ich hatte schwer geschuftet. In der Okia half mir Tantchen beim Auskleiden. Anschließend erwärmte sie sich und ließ mich eine halbe Stunde schlafen. Nun, da all meine törichten Fehler hinter mir lagen und meine Zukunft noch rosiger zu werden schien als Kürbisköpfchens, war ich in ihrer Gnaden wieder aufgenommen worden. Nach meinem Schläfchen weckte sie mich und ich lief so schnell ich konnte ins Badehaus hinüber. Um 5 Uhr war ich mit dem Ankleiden fertig und legte mein Make-up auf. Wie Sie sich vorstellen können, war ich schrecklich aufgeregt, denn seit Jahren hatte ich Hatsumomo und in letzter Zeit auch Kürbisköpfchen zugesehen, wie sie nachmittags und abends als wunderschöne Frauen ausgingen, und nun war ich endlich an der Reihe. Die Gesellschaft an diesem Abend, die erste, an der ich teilnahm, war ein Bankett im Kansai International Hotel. Banketts sind äußerst steife Veranstaltungen, bei denen die Gäste dicht an dicht, wie ein U, an den Wänden eines großen Tatami-Raumes sitzen und ihr Esstabletts auf kleinen Tischen vor sich stehen haben. Die Geishas, die sie dabei unterhalten sollen, bewegen sich in der Mitte des Raums, innerhalb des Us, das von den Tabletts gebildet wird, und verbringen jeweils nur ein paar Minuten bei jedem Gast, mit dem sie ein wenig plaudern, während sie ihn im Knien Sake einschenken. Es war wirklich kein aufregendes Ereignis, und als Novizin war meine Rolle noch weniger aufregend als Mamihas. Wie ein Schatten hielt ich mich an ihrer Seite. Jedes Mal, wenn sie sich vorstellte, tat ich es gleich, verneigte mich tief und sagte, »Mein Name ist Sayuri, ich bin Novizin und bitte um ihre Nachsicht.« Danach sagte ich nichts mehr und niemand sagte etwas zu mir. Als das Bankett vorüber war, wurden die Türen an einem Ende des Saals aufgeschoben, weil Mamiha und eine andere Geisha einen Tanz aufführten, der Chiyonotomo, ewige Freundschaft genannt wird. Es ist ein wunderschöner Tanz, der von zwei hingebungsvollen Frauen handelt, die einander nach langer Zeit wiedersehen. Die meisten Männer bohrten sich dabei in den Zähnen. Es waren Manager eines großen Unternehmens, das Gummiventile oder so etwas Ähnliches herstellte, Geschäftsleute, die zu ihrem Jahresbankett in Kyoto zusammengekommen waren. Ich glaube nicht, ein einziger von ihnen hätte den Unterschied zwischen Tanz und Schlafwandeln erkennen können. Ich dagegen war hingerissen. Die Geishas von Gion benutzten beim Tanz immer einen Fächer und vor allem Mamiha beherrschte die Bewegungen meisterhaft. Anfangs schloss sie den Fächer und bewegte ihn, während ihr Körper einen Kreis beschrieb, ganz sachte aus dem Handgelenk. Damit stellte sie einen Bachlauf dar, der an ihr vorüberfloss. Dann öffnete sie den Fächer und er wurde eine Schale, die ihre Partnerin mit Sake füllte und ihr zum Trinken reichte. Wie gesagt, der Tanz war bezaubernd und auch die Musik, die von einer schrecklich dünnen Geisha mit kleinen, wässrigen Augen auf dem Shamisen gespielt wurde. Da ein offizielles Bankett im Allgemeinen nicht länger als 2 Stunden dauert, waren wir gegen 8 Uhr wieder auf der Straße. Gerade wollte ich mich zu Mamiha umdrehen, um mich bei ihr zu bedanken und ihr eine gute Nacht zu sagen. Da erklärte sie, »Nun ja, ich hatte erwogen, dich jetzt nach Hause ins Bett zu schicken, aber du scheinst mir noch voller Energie zu sein. Ich gehe jetzt ins Teehaus Komoria. Begleite mich, damit du einen ersten Eindruck von einer zwanglosen Party bekommst. Wir sollten dich wirklich so schnell wie möglich überall herumzeigen.« Da ich kaum antworten konnte, ich sei zu müde, schluckte ich meine Gefühle hinunter und folgte ihr. Die Party, erklärte sie mir unterwegs, werde von dem Mann gegeben, der das Nationaltheater in Tokio leite.
Er kenne alle großen Geishas aus nahezu jedem Geisha-Viertel von Japan, obwohl er vermutlich äußerst freundlich sein werde, wenn Mameha mich ihm vorstelle, solle ich nicht von ihm erwarten, dass er viel rede. Ich solle nur darauf achten, immer hübsch und aufmerksam zu sein. Du musst unbedingt dafür sorgen, dass nichts passiert, was dich schlecht aussehen lässt, warnte sie mich. Als wir das Teehaus betraten, wurden wir von einer Dienerin in ein Zimmer im ersten Stock geführt. Als Mameha niederkniete und die Tür aufschob, wagte ich kaum einen Blick hineinzuwerfen, sah aber dennoch 7 bis 8 Männer auf Kissen und etwa 4 Geishas um einen Tisch herum sitzen. Wir verneigten uns, gingen hinein und knieten uns dann auf die Matten, um die Tür hinter uns zu schließen. So hatten wir als Geisha einen Raum zu betreten. Zuerst grüßten wir die anderen Geishas, wie mich Mameha angewiesen hatte, dann den Gastgeber an einer Ecke des Tisches und anschließend die übrigen Gäste. Mameha-san, sagte eine der Geishas, du bist gerade rechtzeitig gekommen, um uns die Geschichte von Konoda-san, dem Perückenmacher, zu erzählen. Oh, um Himmel, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, gab Mameha zurück. Und alle lachten. Ich allein hatte keine Ahnung, worin der Witz lag. Mameha führte mich um den Tisch herum und kniete neben dem Theaterdirektor nieder. Ich folgte ihr, nahm an ihrer Seite den Platz. Direktor, bitte gestatten Sie mir, Ihnen meine jüngere Schwester vorzustellen, sagte sie ihm. Das war für mich das Stichwort, mich zu verneigen, meinen Namen zu nennen, den Direktor um Nachsicht zu bitten und so weiter. Der Direktor war sehr nervös, mit hervorstehenden Augen und dünnen, zerbrechlich wirkenden Knochen. Er sah mich nicht einmal an, sondern drückte in den fast überquellenden Aschebecher vor ihm eine Zigarette aus und sagte, »Was soll dieses Gerede über Konda-san, den Perückenmacher? Den ganzen Abend redet ihr Mädchen davon, aber nicht eine von euch will sie erzählen.« »Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht«, sagte Mameha. »Und das bedeutet«, warf eine andere Geisha ein, »dass es jetzt peinlich ist, die Geschichte zu erzählen. Aber wenn sie es nicht tut, werde ich sie wohl erzählen müssen.« Den Männern schien dieser Vorschlag zu gefallen, aber Mameha seufzte nur. »Ich werde Mameha eine Tasse Sake geben. Das wird ihren Nerven gut tun«, sagte der Direktor. Er spülte seine Sake-Tasse in einer Wasserschale aus, die zu diesem Zweck auf dem Tisch stand, bevor er sie ihr anbot. »Nun«, begann die andere Geisha, »dieser Konda-san ist der beste Perückenmacher von Gion und Mameha-san war jahrelang seine Kundin. Sie nimmt nämlich immer nur das Beste. Das merkt man sofort, wenn man sie ansieht.« Mameha tat, als sei sie ärgerlich. »Na, am besten ironisch lächeln kann sie schon«, warf einer der Männer ein. »Während einer Aufführung«, fuhr die Geisha fort, »ist der Perückenmacher stets hinter der Bühne, um beim Kostümwechsel behilflich zu sein, denn während die Geishas das eine Gewand ablegt, um ein anderes anzuziehen, verrutscht zuweilen hier und da etwas und dann plötzlich eine nackte Brust oder eine Haarsträhne. So etwas passiert eben, wissen Sie? Jedenfalls, all die Jahre habe ich in einer Bank gearbeitet«, sagte einer der Männer, »aber jetzt wünschte ich mir, Perückenmacher zu sein.« »Dazu gehört aber mehr, als nackte Frauen zu bekaffen. Außerdem ist Mameha-san ohnehin sehr prüde und geht immer hinter einen Wandschirm, wenn sie sich umziehen will. Lass lieber mich die Geschichte erzählen«, fiel Mameha ihr ins Wort. »Du wirst nur meinen Ruf ruinieren. Ich bin nicht prüde. Aber weil Konda-san mich immer so anstarrte, als könne er es gar nicht erwarten, bis zum nächsten Kostümwechsel, ließ ich mir einen Wandschirm bringen. Es ist ein Wunder, dass Konda-san nicht mit dem Blick ein Loch hineingebrannt hat. So angestrengt versucht er, noch durch den Schirm hindurchzusehen.« »Warum hast du ihn denn nicht einfach hier und da einen flüchtigen Blick erlaubt?«, warf der Direktor ein. »Was kann es schon schaden, ein bisschen nett zu sein?« »So habe ich es nie gesehen«, gab Mameha zurück. »Sie haben recht, Direktor. Was kann ein flüchtiger Blick schon schaden? Wie wär's, wenn Sie uns jetzt einmal eingewähren würden?« Alle Anwesenden brachen in lautes Lachen aus. Doch gerade als sie sich wieder ein wenig beruhigten, löste der Direktor einen neuen Lachanfall aus, weil er aufstand und am Gürtel seines Kimonos nestelte. »Aber nur, wenn du mir ebenfalls einen Blick gestattest«, sagte er zu Mameha. »So haben wir aber nicht gewettet«, wehrte Mameha ab. »Das ist nicht sehr großzügig von dir.« »Großzügige Menschen
werden auch nicht Geishas, sagte Mamiha, sondern Gönner von Geishas. Dann eben nicht, sagte der Direktor und nahm wieder Platz. Ich muss gestehen, dass ich höchst erleichtert war, als er aufgab, denn obwohl die anderen sich königlich zu amüsieren schienen, war mir die ganze Geschichte peinlich. »Wo war ich?«, fragte Mamiha. »Nun gut, ich ließ mir eines Tages den Wandschirm bringen und dachte, das würde genügen, um mich vor Konda-san in Sicherheit zu bringen. Doch als ich einmal von der Toilette zurückeilte, konnte ich ihn nirgendwo finden. Ich wurde nervös, denn für den nächsten Auftritt brauchte ich eine Perücke. Bald schon fanden wir ihn, wie er auf einer Truhe an der Wand saß, ganz elend wirkte und stark schwitzte. Ich fragte mich, ob er etwas mit den Herzen hatte. Neben ihm lag meine Perücke, und als er mich sah, entschuldigte er sich und half mir, sie aufzusetzen. Später an diesem Nachmittag überreichte er mir dann ein Briefchen, das er mir geschrieben hatte. An diesem Punkt unterbrach sich Mamiha. Schließlich fragte einer der Männer, nun, was stand da drin? Mamiha bedeckte ihre Augen mit der Hand. Sie war zu verlegen, um weiter zu sprechen. Und wieder brachen alle in Lachen aus. Na schön, ich werde es Ihnen sagen, was er geschrieben hat, sagte die Geisha, welche die Geschichte begonnen hatte. Der Text lautete ungefähr so, liebste Mamiha, du bist die bezauberndste Geisha von ganz Gion, und so weiter. Wenn du eine Perücke getragen hast, hege und pflege ich sie und behalte sie bei mir in der Werkstatt, um immer wieder mein Gesicht darin zu verbergen und den Duft deiner Haare einzuatmen. Doch heute auf der Toilette hast du mir den schönsten Moment meines Lebens geschenkt. Während du da drinnen warst, versteckte ich mich an der Tür und der wunderschöne, plätschernde Klang, lieblicher als ein Wasserfall. Die Männer lachten so sehr, dass die Geisha innehalten musste, bevor sie weitersprechen konnte. Und der wunderschöne, plätschernde Klang, lieblicher als ein Wasserfall, ließ mich dort, wo ich selber plätschere, hart und steif werden. So hat er es nicht ausgedrückt, unterbrach Mamiha sie. Er hat geschrieben, der wunderschöne, plätschernde Klang, lieblicher als ein Wasserfall, ließ mich anschwellen und steif werden, da ich an deinen nackten, bloßen Körper dachte. Und dann erklärte er ihr, fuhr die andere Geisha fort, dass er wegen der Erregung anschließend nicht mehr in der Lage gewesen sei, aufrecht zu stehen, und er hoffte, da eines Tages noch einmal so etwas erleben zu dürfen. Natürlich lachten alle, und auch ich tat, als lachte ich mit. In Wirklichkeit konnte ich nur sehr schwer glauben, dass diese Männer, die beträchtliche Summen gezahlt hatten, um hier in Gesellschaft von kostbar gewandten Frauen sein zu dürfen, wirklich Geschichten von derselben Art hören wollten, wie sie sich damals am Teich von Yoraido die Kinder erzählt hatten. Ich hatte mir vorgestellt, ehrfürchtig einer Konversation über Literatur oder Kabuki oder etwas Ähnliches lauschen zu dürfen. Und natürlich gab es auch solche Partys in Gion, doch meine erste gehörte zufällig zu den eher kindischen. Während Mamias Geschichte hatte der Mann neben mir die ganze Zeit da gesessen, sich mit den Händen das fleckige Gesicht gerieben und kaum zugehört. Jetzt betrachtete er mich sehr lange und fragte dann, »Was ist mit deinen Augen los? Oder habe ich nur zu viel getrunken?« Getrunken hatte er allerdings zu viel, aber es hätte sich nicht gehört, ihm das zu sagen. Bevor ich jedoch antworten konnte, begannen seine Augenbrauen zu zucken, und gleich darauf hob er die Hand und kratzte sich so heftig den Kopf, dass ihm ein kleines Wölkchen Schnee auf den Schulter rieselte. Wie sich herausstellte, wurde er in Gion wegen seiner starken Schuppen Herr Schneeriesel genannt. Er schien vergessen zu haben, welche Frage er mir gestellt hatte, oder er hatte gar nicht erwartet, dass ich sie beantwortete, denn jetzt erkundigte er sich nach meinem Alter. »Ich sei 14«, antwortete ich. »Du bist die reifste 14-Jährige, die ich jemals gesehen habe. Hier, nimm!« Damit reichte er mir seine leere Sake-Tasse. »Oh nein, danke, Herr«, gab ich zurück, »denn ich bin noch Novizin.« Das war die Antwort, die Mamiha mich gelehrt hatte. Herr Schneeriesel hörte jedoch nicht zu. Er hielt die Tasse so lange in die Luft, bis ich sie ihm abnahm und hob dann eine Flasche Sake, um mir einzuschenken. Es war nicht vorgesehen, dass ich Sake trank, denn eine leeren Geisha, vor allem eine, die noch Novizin ist, sollte kindlich wirken. Ich konnte mich ihm aber schlecht widersetzen, also streckte ich ihm die Sake-Tasse hin. Kurz bevor er einschenkte, kratzte er sich jedoch wieder am Kopf und ich sah zu meinem Entsetzen, dass ein paar Schuppen in die Tasse fielen. Herr Schneeriesel füllte sie mit Sake und ermunterte mich,
Trink aus, los doch, das ist die erste von vielen.« Ich schenkte ihm ein Lächeln und hatte, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, gerade begonnen, die Tasse langsam an den Mund zu heben, als ich zum Glück von Mamiha gerettet wurde. »Heute ist dein erster Tag in Gion, Sayuri. Da wäre es nicht gut, wenn du dich betrinkst«, sagte sie, obwohl ihre Worte in Wirklichkeit Herr Schneeriesel galten. »Benetz einfach nur die Lippen, das reicht.« Ich gehorchte und benetzte meine Lippen mit Sake. Und wenn ich sage, ich benetzte meine Lippen, dann meine ich, ich presste sie so fest zusammen, dass mir fast den Mund verrenkte, und hob dann die Sake-Tasse an, bis ich den Sake auf der Haut spürte. Schnell setzte ich die Tasse wieder ab und sagte, köstlich, zog das Taschentuch aus meinem Obi und tupfte mir damit die Lippen ab und stellte sie zu meiner Erleichterung fest, dass Herr Schneeriesel nichts gemerkt hatte, denn er beäugte gierig die volle Tasse, die vor ihm auf den Tisch stand. Nach einer Weile nahm er sie mit zwei Fingern und kippte sie dann mit einem Ruck in den Hals, bevor er aufstand und sich entschuldigte, um zur Toilette zu gehen. Es gehört zu den Aufgaben einer Lerngescha, den Mann zur Toilette und wieder zurück zu begleiten, doch von einer Novizin wird dies niemand verlangen. Wenn keine Lerngescha anwesend ist, wird der Mann gewöhnlich allein zur Toilette gehen oder sich von einer Gescha begleiten lassen. Aber Herr Schneeriesel stand da und blickte auf mich herab, bis mir klar wurde, dass er auf mich wartete. Ich kannte mich nicht aus im Komoriyama-Teehaus, aber Herr Schneeriesel war der Weg vertraut. Ich folgte ihm den Flur entlang, in eine Ecke. Er trat beiseite, während ich die Toilettentür für ihn zurückschob. Ich schloss sie hinter ihm und wartete draußen im Flur. Ich hörte, wie jemand die Treppe heraufkam, dachte mir jedoch nichts dabei. Kurz darauf war Herr Schneeriesel fertig und wir machten uns auf den Rückweg. Als ich das Zimmer betrat, entdeckte ich, dass sich eine weitere Gescha zu unserer Party gesellt hatte, und zwar in Begleitung einer Lerngescha. Da die beiden mit dem Rücken zur Tür saßen, konnte ich ihr Gesicht nicht sehen, bis ich Herrn Schneeriesel rund um den Tisch gefolgt war und wieder meinen Platz eingenommen hatte. Sie können sich sicher vorstellen, welch ein Schock ich erhielt, als ich sie zu sehen bekam, denn dort auf der anderen Tischseite saß die Frau, die nicht zu sehen ich alles gegeben hätte. Es war Hatsumomo, die mir zulächelte, und neben ihr saß Kürbisköpfchen.